Seit ein paar Jahren entwickeln die niederländischen Bootsbauer eine moderne und frische Stahlbootlinie, die das Coupé-Feeling rüberbringen soll. Zu dieser Art von Boot gehört auch unser Testboot, die Aquanaut Majestic 1300 OC. Bei ihr fallen uns neben der Formgebung besonders die großen Deckenfluter, die reichlich Tageslicht in den Unterdeckbereich lassen, und das moderne Möbeldesign auf. Schiebt man den Hebel der leichtgängigen Bügelschaltung ganz nach vorn, erreichen wir exakt die empfohlene Volllastdrehzahl von 2500 Umdrehungen die Minute und eine Höchstgeschwindigkeit von 9,4 Knoten, was etwas über der theoretischen Rumpfgeschwindigkeit liegt. Der Verbrauch 3,52 Liter die Seemeile. Mit dem 800 Liter Tank ergibt das dann eine Reichweite von knapp 200 Seemeilen. Bei Marschfahrt mit etwa 7 Knoten sieht das Ganze mit einem Verbrauch von einem Liter die Seemeile schon anders aus. Hier errechnen sich dann respektable 650 Seemeilen. Bei 5 Knoten sind es sogar fast 1400. Dass es auf Reisen auch ruhig zugeht, belegt der maximale Lautstärkepegel von 73 Dezibel Ampere. Hektik bei Geradeausfahrten kommt ebenfalls nicht auf, da die Majestic wie an der Schnur gezogen gerade ihre Bahn zieht. Der Fahrstand ist außergewöhnlich, denn man sitzt nicht direkt vor dem Ruder, sondern quer hineingelümmelt. Diese Sitzposition soll laut Werftchef Mark Bakker die Kommunikation zwischen Fahrer und Crew fördern. Dem Beifahrer sitzt er auf jeden Fall genau gegenüber, denn er hat auf der Steuerbordseite eine identische Bank. Wir fahren auf unsere Aquanaut Majestic 1300. Das ist das neueste Modell von Aquanaut. Und das Schöne daran ist der enorme Innenraum. Und das hat zu tun mit der steiler Steven und einer Breite von 4,50 Meter. Es ist auch nicht gerade sehr flach, es ist 3 Meter hoch, das ist aber eine schöne Höhe für alle europäischen Gewässer. Das Boot kann mit dieser Höhe auch in Richtung Mittelmeer fahren, auf den Kanälen, auf den französischen Kanälen. Aber mit 3 Meter können wir auf 2 Ebenen arbeiten und deswegen hat man 3 vollwertige Kabinen auf ein Boot mit nur 13 Meter Länge. Es hat einen flachen Boden zwischen Salon und Plicht. So, das ist auf einer Ebene, ohne weitere Tritte. Und das Schöne daran ist, dass man außen und innen nicht getrennt hat. Man geht also ganz leicht von außen nach innen, man bewegt sich frei durch Schiff ohne Hindernisse. Unser Fazit: Diese Aquanaut ist modern gestaltet und eingerichtet. Sie eignet sich für Binnenreviere genauso gut wie für Seegebiete. Die Reichweiten und Fahreigenschaften sind gut. Gleiches gilt für die Installation und die Verarbeitung.